Kampf jetzt war. Und dass es nicht die ganze Zeit nicht ist. So. Natürlich kommt er noch. Das ist eigentlich gerade. Ich muss wieder was machen. Gut. Dann mache ich hier kurz einen Break. Wir sehen uns gleich offscreen wieder. Also, wir sehen uns gleich dann wieder ohne den scheiß Korbtrainer. So, weiter geht's. Wir sind jetzt in der TÜV-Kommunion ohne diesen komischen nervigen Koop-Trainer. Verstehe ich nicht, wieso das eingebaut wurde. So, wir suchen uns hier mal kurz die Items durch, noch schnell, weil die brauchen wir noch nicht. So, einmal ein Hyperheiler. Ein Fluchtseil. Warte, was brauchen wir? Und ein Sternstück. Okay. Gut. Was haben wir hier? Das sind auch noch Items, okay. 5 Superbälle. Und. Einen weiteren Beleber. Okay, Beleber sind die einzigen Teile, die ich gebrauchen könnte hier. So, ich muss eben kurz aufscreen, dass wir neu starten, damit wir diesen Koop-Trainer mal rausgenommen bekommen haben. So, dann haben wir hier noch. Die Logitage Nummer 2 mittlerweile. Ja. Meine Pokémon sind meine treuen Untergebenen. So, Forger Dita. Du hast einen Voltoball, okay? Da ist ein Feuerschlag auf dich. Hast du komplett down. Wie ist das denn noch? 3 Pokémon insgesamt. Heute war jetzt mal down. Ein weiteres Waterball. Ja, müssen wir, noch, wir machen die Etage noch. Dann machen wir Feuer an. Also dann wird es wahrscheinlich sogar 3 Folgen werden. Dass wir dieses Ding hier durchkriegen. So, jetzt hast du noch einen Elektroball. Die Tage sind noch. Eieieiei. Ob mit der Ultraschall, okay. Und dafür kriegst du aber jetzt nochmal einen Schlagbohrer ab. Karasreite Level 21. So. Ja, dann, dass deine Pokémon scheiße trainiert sind, kann ich nichts für. Nein, 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 ich will nach Jan. Die Etage, die räume ich später auf. Das ist jetzt gerade doch zu früh. So, haben wir hier auch noch irgendwas erwischt? Nee, ne? Das übersehen, gut. Ja, da geht's, glaube ich, jetzt mit Etage Nummer 3. Ne, 4 ist es schon. Ja, 4. Etage. 3 haben wir jetzt durchgearbeitet. Was haben wir hier noch? Team Rocket wird sich anscheinend von der Swift-Kampagne ein starkes Pokémon herstellen lassen. Oh je, ich will nicht, dass sie mir das Pokémon wegnehmen, was sie erschaffen haben. Ich muss mit dem fliehen. Schlüsselkarte, das ist praktisch vor allem. Also komme ich weiter. So, die Karte. Das ist hier, ne? Ach komm, wir machen jetzt mal, bevor ich jetzt irgendwie was weitermache. Ich habe auch gleich so einen Aufruhr wegen jemandem, der sich ins Gebäude geschlichen hat. Das bist du, hä?
Ja, komm, wir machen jetzt mal keinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dieser Etage hier. Bis dahin, tschüss. So, liebe Leute, wir sind mitten in der Rückeroberung des Swift-Scope-Gebäude. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Ja, und hier wollte ich noch hin. Du brauchst dich gar nicht so anzustarren, ja? Seit ich gegen dieses Kind mit diesem fiesen Blick verloren habe, sind meine Pokémon jetzt gar nichts mehr gebrauchen. Hier gibt es also keinen Kampf für dich, Rollen. Okay. Ja, die vorige Etage 4 hat mir ja schon angefangen. Was bist du für eine? Du hast ja Nerven. Die Mocke ist doch respektlos zu begegnen. Also, Respekt habt ihr garantiert auch nicht. So, ein Rübel und weiter ran. Zubat. Ob wir das heute schaffen komplett, das weiß ich noch nicht. Ich vermute, nein. Aber wir sind immer drin. Mal gucken, wie schnell wir es durchkriegen. Das sind nur die großen, großbesetzten, glaube ich, die ersten 5-6 Etagen. Der Rest ist alles so kleiner. Ich mache mir noch gar keine. Ich habe mir gar keine Gedanken mehr. Wir schauen einfach mal. Wir nehmen es, wie es kommt. Jetzt 4 Folgen, glaube ich. So, Schlagbohrer. So, tschüss, Arbok. Auch mittlerweile ein. Also ich habe mittlerweile meinen Brettern hochtrainiert. Ich trainiere ja immer so ein bisschen nebenbei. Momentan ist Paras dran. Weil ich muss meine Pokémon. Ich brauche die 60 Pokémon Minimum. Und wir wollen ja gerne, wenn es möglich ist, so viel wie möglich mitnehmen, um den Pokédex vollzukriegen. So. In diesem Stockwerk erforschen wir Pokébälle. Forscher Burkhard. Du hast nur ein Pokémon, und zwar ein Slimer. Wahrscheinlich auf Level 37, 38. Aber meistens sind es ein Pokémon, die sind relativ stark. Und jetzt nur einen Pokémon-Rahmen. 35 nur. Tschüss, Slimer. Okay, jetzt besiegt der Forscher. Aha, gerade eben wurde mir noch hören, dass hier ein Kind hier rumstreuen soll. Ja, das bin ich. Problem. So, was haben wir mit dir jetzt? Du bist ein Rüpel und setzt erstmal noch ein läppisches Retter ein. Also. Jo. Ich hatte eigentlich gesehen, aber dass ein bisschen mehr kommt. Jetzt hier so ein bisschen der. Zumindest schon in der 4. Etage sind wir, ne? 10 hat dieses Gebäude. Also haben wir ein bisschen was zu tun heute. Also ich heute zu 47 von Evoli. Ja, kommt Evoli rein. So, dann einmal kurz mit der Quillzone. Das. Hypno packt's weg. Also damit ich jetzt sicher warte, dass es das Hypno meine Attacke weg. Okay. Aber gut, ich nehme es, wie es kommt. Ich habe nur mal eine drauf. So, dann tausche ich mal kurz mein Team ein bisschen um. Bewegen. Ja. Dann machen wir uns hier mal den Eingang auf. Dann nehmen wir uns die zwei Items noch mit. Erstmal die Themen 54 Lichtkanone. Und nochmal 5 Pokébälle. Wir haben, glaube ich, Pokébälle mit irgendwie 380. Also ich glaube, dass wir gerade Pokébälle brauchen, weiß ich nicht. So, hier unten liegt normalerweise ein Türöffner. Aber das haben wir ja schon mit der Schlüsselkarte. Deswegen nehmen wir hier oben noch das Nugget mit. So, dann geht's jetzt weiter mit der nächsten Etage. Und zwar Etage 5 müsste es jetzt sein. Dann haben wir fast die Hälfte weg.
So, gucken wir mal. Hier ist noch ein Item. Das weiteres Fläschchen AP Plus. Hier steht noch ein Rüpel. Du hast den Market verraten. Glaub ja nicht, dass ich dich ungeschoren davonkommen lasse. Gut, dann haben wir das. Ein Radikal als nächstes Gegner. Komm, über die, mach es platt. Mit Eisenschweif. Ja, dann wird das auch unser Gegner, ne? Aber sowas von weggehauen. Schutz Radikal. Muss besser aus dem Radfahrt ziehen. Parazeug Level 22. Ich weiß gar nicht, wann es sich entwickelt. Häuser. Da noch. Jetzt wieder ran. Bye bye, Golbat. Boah, du elender Verräter. Ja, verdiene ich. Jetzt sind es gerade keine Gegner mehr. Gut, wir sind. Sowas von overlevelt, weil ich gerade auch wirklich jeden Trainer hier mitnehme. Muss ich ja. Ich könnte auch sagen, komm, ich wasche in 5 Minuten durch, weil ich kenne den Weg auswendig. Team Rocket hat den plötzlich hier aufgekreuzt und hat die Kontrolle über das Gebäude an sich gerissen. Team Rocket für Pokémon dazu missbrauchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie müssen deswegen unser Produkt auf die Silph Company abgesehen haben. So, die Items noch mit hier. Dann sind es noch 2 Trainer und Etage 5 schon weg. Ja, das ist es halt. Das dauert halt, ne? Das nimmst du hier nicht mal irgendwie einen Ball mit. Das ist, glaube ich, so das. Der längste Part der Story, der längste Teil überhaupt der Story. Oh je, Mini, so hilft mir doch jemand. Siehst du den Mann neben mir? So ein Feigling. Okay. Ich bin einer der berüchtigten 4 Rocket-Schwestern. Okay, das heißt, 3 von euch laufen noch hier irgendwo rum. Gut. Okay, da fängst du an mit Mauzi auch noch. Hey, nimm doch mal ein bisschen was. Verstärke. Also, die wollten mich aufhalten hier. Gut, dann holen wir uns das eben. Ja. So ein scheiß Mogel, weißt du was? Tschüss. Mauzi. Radikal. Na komm, wir setzen mal als erstes Quappo ein. Ich bin mit Monona tatsächlich wieder ein bisschen unzufrieden. Es kann sein, dass wir demnächst noch ein neues Feuer-Pokémon im Team begrüßen werden. Aber das mache ich mir mal wieder. So, jetzt mal Radikal zumindest als Gegner. Und einem Überroller. Aua. Den Trainer oder so? Den komischen Forscher? Dieser gemeine Präsident will mich doch tatsächlich in die Filiale Ponnaya-Tunguska versetzen. Mir steht ihm recht, dass die Borkert es jetzt auf ihn abgesehen hat. Oh Gottchen. Kommt mit Teil oder was ist das, ne? Na gut, Magnetilo jedenfalls hast du als Gegner. Pokémon für uns. Sauber. Das alles geht jetzt gerade auch nicht mit Tilo. Nächste Pokémon. Mach mit Tilo. Ich bin schon überrascht.
wir noch. Das letzte ist ein Magma. Ja, bis jetzt macht Emoli eigentlich gerade auch... Ja gut, Emoli spielt eigentlich hauptsächlich momentan die Rolle. Deswegen ist es auch so wahnsinnig überpowered von mir, ja? Der 5 Level vor ist ja wie 100 zum Beispiel. Gut, Kopf ist auch 45. So. Und dafür gibt es einen super Trank. Gut, dann haben wir das auch. Ich muss den Nidoking schon rausnehmen, weil es mir langsam die AP ausgehen dafür. Gut, das ist jetzt Etage 5, ne? Ja. Sechste Etage. Nächste. So, sind wir die euch jetzt hier los? Ich fände es schrecklich, wenn die Gauner von Team Rocket Sieve Company oder die Pokémon einfach so herumkommandieren könnten, wie es ihm passt. Ich bin eine der berüchtigten vier Rocket-Schwestern. Ah, und eine Schwester habe ich schon eine Etage tiefer besiegt. So, wie gesagt, die vierte Etage. Ist das jetzt schon? Und das nächste Pokémon, was uns in den Kampf geschickt wird, ist Voltoball. Na, Blitzsauger. Fast. Wieder wieder höher. Nein, nein, ich konnte wieder scheiße. Also, ich finde, alle nicht so dramatisch viel aufziehen. Gar nicht. 14. 14 KP. Oh Gott, das ist ja gar nicht. Die Werte. Wieder Werte, würde ich sagen. So, nächste Pokémon. Die wieder ein Voltoball. Dann hast du wahrscheinlich jetzt 6 Elektroball. Und jetzt mache ich es kaputt, direkt, bevor es irgendwie Probleme macht. Jawohl, gut, danke, Emily. Jetzt uns sind die auch noch weg. Ja. Nur das erste hat ein bisschen Probleme gemacht. Aber gut. Paras erreicht derweil Level 3. 23. So. Okay, das ist doch nicht Level 23, der erwartet hatte. Dann ist es wahrscheinlich noch. Team 34 Drachenpuls. Das ist gut, das ist sehr gut, dass wir den Attack haben. Und wir haben drei Krebsbonbons gefunden. Dann bist du hier. Oha, ich habe einen kleinen Schnüffler entdeckt. So. Dann haben wir einen Zubat als Gegner. Jetzt nicht unbedingt schwierig zu schlagen. So. Das wird immer wieder sofort spüren. Na klar, ohne Probleme. Soweit ist down. Wenn ich ehrlich bin, ey, das Level 33er Pokémon. Selbst Koga hat ein besseres Pokémon dazu. Und Koga habe ich von der Story ja davor gespielt. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, wir hatten links. Selbst ich habe ihre Karte.